Wenn du ledrige Düfte für ganz böse Jungs nicht magst, kannst du eigentlich gleich wieder wegklicken. Ich für meinen Teil liebe sie abgöttisch. Und als ich diese Rezension hier auf Parfumo.de las, sprang ich gleich in die nächste Drogerie und testete das Parfüm. Und was soll ich sagen? Erstklassig, umwerfend und kompromisslos rebellisch. Das Parfüm ist von meiner Seite aus als holzig, teuer ledrig, animalisch würzig und auch ein gutes Stück rauchig zu beschreiben. Im Büro und als Alltagsduft würde ich es jetzt nicht unbedingt tragen. Auch nicht im Hochsommer, auch nicht nach dem Sport und schon gar nicht zum ersten Date mit einer zuckersüßen Frau, die du nicht verschrecken willst. Aber In-Your-Face-Lederdüfte haben ihre Gelegenheiten. Wenn du zum Beispiel eine Gehaltserhöhung von deinem Chef willst, du deine Spermienzahl von einem Moment auf den nächsten verdoppeln möchtest, du den neuen Freund deiner Ex einschüchtern willst oder du beim nächsten Stare-Down an der Straßenecke die Oberhand behalten willst. Was ich sagen will, wenn du Manns genug bist, keinen Schiss vor Konfrontationen hast, gerne mal eingetretene Pfade verlässt und deine Selbstbestimmung sowie Ehre und Würde nicht verhandelbare Güter für dich sind, dann wirst du Guilty absolut lieben. Carolina Herrera Men Privé. Dieser Duft ist ohne jeden Zweifel 100-mal böser, jungiger als das nuttige Schokoladengebräu Bad Boy aus demselben Hause. Trägst du dir Men Privé auf, wachsen dir in Sekundenschnelle Haare auf der Brust und du bekommst spontane Lust, in Wikinger-Manier in die Küste von England einzufallen. Das Ganze riecht raffiniert nach süßem Alkohol, nach Tabakschwaden, Lederjacken und impulsiven Entscheidungen, was es für mich zu einem vorzüglichen Ausgehduft macht, der sogar datefähig ist. Wer warme und sinnliche Düfte mit 10 Stunden plus Haltbarkeit mag, für den ist diese, nur schwer mit anderen Düften vergleichbare Leder-Whisky-Komposition, ganz klar einen Blindkauf wert. Valentino Uomo Intense. Dieser Duft ist ein wahres Feuerwerk an Männlichkeit, an Klasse, an Stil und kompromissloser Dominanz. Oft verglichen mit Dior Homme verleiht der Uomo Intense das gewisse Etwas, nach dem sich vermutlich jedermann sehnt. Erhabenheit, Macht, prickelnde Erotik und sogar königliche Festivität sind jene Attribute, die mir persönlich beim Riechen an dieser Kreation sofort in den Sinn kommen. Ich würde den hier sogar dringend jüngeren Männern empfehlen und wäre denen nicht die Meinung ihrer Teenie-Freundin, die meist eh keine Ahnung von Düften hat, so wichtig, dann würden sie den vermutlich auch kaufen. Bei Uomo dominieren Leder, Iris, Vanille sowie Tonkabohne und diese Kombination ist hier derart gut gelungen, dass selbst Männer, die normalerweise Lederdüfte eher meiden, schnell begeistert sein dürften. Molton Brown Russian Leather. Das ist echt mal ein vollends gelungener Nischenduft, der so selten anzutreffen ist, dass du hier wirklich ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf der Haut trägst. Die Marke Molton Brown ist eine englische, welche 1971 gegründet wurde, für exklusive Kosmetikartikel steht und sogar Hoflieferant des Königshauses ist. Den Duft zu beschreiben ist gar nicht mal so einfach. Er beginnt sehr dominant, harzig, zitrisch und geht im Verlaufe dann zu frischer Birke und schwerem Leder über. Das Schöne hier ist, dass Russian Leather zu keinem Zeitpunkt überladen oder penetrant wirkt. Etwas süßlich Warmes ist hier auch dabei und ich würde sagen, dass der Duft insgesamt eine spannende sowie geheimnisvolle Aura versprüht. Wenn du wirklich mal was ganz Neues und Unvergleichbares ausprobieren willst, dann bist du hier richtig gut aufgestellt. Ombre Leather von Tom Ford. Ich muss sagen, ich tue mich normalerweise schwer mit Tom Ford Düften, halte die meisten davon für nichts Besonderes und auch den Preis nicht wirklich wert. Bei Ombre Leather muss ich eine Ausnahme machen. Tom Ford hatte ja vorher bereits Tuscan Leather auf den Markt gebracht, der allerdings hat für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Penetranz, um ihn auch im Alltag zu tragen. Ombre Leather hingegen kannst du außer vielleicht im Hochsommer immer und zu allen Gelegenheiten tragen. Der Duft ist süßlich würzig und die Ledernote wird schön harmonisch von Jasmin und holzigen Akkorden umrahmt. Mit Unisex, als welches Ombre Leather oft kategorisiert ist, hat das, wie ich finde, übrigens nichts zu tun. Der Duft ist nämlich schon recht markant männlich. Silage und Haltbarkeit sind wirklich überdurchschnittlich. Alles in allem eine wunderbare Kreation, welche dir auch dann gefallen dürfte, wenn du dich gerade erst an Lederdüfte herantastest.
Alle Promo-Links zum Shop findest du unten in der Beschreibung. Auf 5 ganz spezielle Düfte, die ich als verführerisch einordne, gehe ich in diesem Video ein. Danke fürs Zuschauen, Gruß und ciao ciao.